Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Mittwoch, den 25.11.2015. 14 Uhr ist es ganz genau. Diese Ausgabe wird Ihnen von directbroker.de präsentiert. Wir blicken heute auf einen stärkeren DAX. Gestern oder beziehungsweise am Montag, Dienstag hatten wir ja die Geschichte mit dem abgestürzten russischen Flugzeug verursacht, vermutlich durch militärische Streitkräfte der Türkei. Und da ging der DAX durchaus gestern etwas in die Knie, zeigte sich schwach. Bei 10.970 Punkten pendelten wir uns. Circa ein. Dann heute die überraschende Nachricht von Mario Draghi im EZB-Finanzmarkt-Stabilitätsbericht um 10.30 Uhr. Man sorge sich durchaus um die Liquidität. Der Immobilienmarkt in Deutschland sei leicht unter dem Durchschnitt der letzten Jahre, was die Steigerung angeht, und die Aktienmärkte insbesondere seien nicht überbewertet das ließ letztendlich hier den Euro nach unten einsacken, den DAX nach oben explodieren und gleichzeitig war das auch der Rücklauf auf diese Trendlinie hier aus dem Tageschart. Ich markiere ihn mal die nennenswerten Referenzpunkte, und man sieht hier deutlich, dass zu dem Zeitpunkt eben ja seit Letzter Woche, ja, das waren ja die Paris-Anschläge am Sonntag, dann eröffnet der DAX relativ stark, zieht hier 660 Punkte nach oben hindurch. Dann kommt die Geschichte mit der leicht überkauften Situation. Ähm, Angst um die Eskalation in Russland bzw. in Syrien durch das mili abgeschossene Militärflugzeug. Der Markt fängt sich hier unten, kommt technisch an eine starke Unterstützung und gleichzeitig ähm, lockt Mario Draghi mit weiteren politischen äh, ähm, Lockerungsmaßnahmen. Namen. Und dann zündet hier letztendlich beides nach oben. Wir haben damit das Potenzial, heute noch über 11.200 Punkte ansteigen zu können. Zwingende Bedingung ist, der DAX darf nicht unter 10.850 Punkten schließen. Schließt der DAX unter 10.850, ist dieses ganze bullische Szenario hinfällig. Geht es hingegen über 11.160 Punkte, ist zu erwarten, dass wir erst auf 11.300 oder sogar 11.630 Punkte ansteigen sollten. Zumindest sieht es derzeit nach aus. Die amerikanischen Indizes zeigen sich auch weiterhin bullisch. Es wird eben jetzt im, im Dow Jones darum gehen, ob der hier durchbrechen kann. Durch die 17.900er, durch die 17.980er Marke. Schafft es der Dow Jones hier durch? Dann haben wir so eine leicht inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ich zeichne das mal hier schnell in Dreiecken ein. Linke Schulter, Kopf. Und natürlich dann hier die rechte Schulter. Moment. Ja, und das könnte halt eine Konsolidierungsformation werden. Ausgehend dann ab 18.000 Punkten im Dow Jones weiteres Aufwärtspotenzial im NASDAQ. Ähm, sollten wir auch noch weitere steigende Kurse sehen, vorrangig, wenn wir hier nochmal die alten Hochstände angreifen. Aber noch sieht alles long aus und ähm, noch zeigt sich der DAX relativ stark. Der SP 500 gestern auch ein bisschen unter Druck gekommen, aber wenn der hier diese kleine Konsolidierung nach oben hin auflöst, das heißt ab 2100 Punkten, könnte er hier weiter Long gehen? Darunter ist er ein wenig gefährdet. Bedeutet, wenn überhaupt Long-Position, dann beim Ausbruch der Konsolidierung hier oder nochmal im, ähm, im Falle eines Rücklaufes bei 2067 Punkten. Das scheint ein vernünftiges Level zu sein. Was äh, den DAX anbetrifft, keine Short-Position, ähm, wenn überhaupt Long-Position. Ähm, wichtig wäre natürlich hier der Ausbruch über 11.170. Oder besser gesagt 11.200. Untergeordnet sind wir ziemlich stark überkauft. Man sieht das hier deutlich. Ähm, der Markt ist auf die Ankündigung von Mario Draghi ziemlich steil nach oben geschossen. Und äh, hat hier seit heute Morgen ja, auch knappe 200, 190 ja, Punkte gemacht. Ich würde aber ungern hier dagegen anschorten. Also er kann eine Korrektur machen, eventuell kaufbar so bei 11.060 Punkten. Das wäre dann hier dann relevant. Ja, aus dem sehr kurzfristigen M30-Zeitraum. Nun zu drei Aktien, die ich Ihnen vorstellen will, beziehungsweise ähm, vier Heidelberger Zement auf dem Wochenchart. Hier könnte das Ende der großen Konsolidierung gekommen sein. Der Markt zeigt sich hier durchaus sehr, sehr ähm, bullisch, konnte auch hier diese Aufwärts- die abwärtsgeneigte Trendlinie hier sehr schön brechen. Auf dem Tageschart sieht man das hier hervorragend. Und damit sollte er eigentlich der nächste Impuls einsetzen. Gefällt mir an sich gut. Wenn er nochmal zurücklaufen sollte, der Basiswert, wenn es unter 67,75 geht, dann wäre es hier ein schöner, eine schöne Kaufoption. Das zum Thema Heidelberger äh, Zement. Kommt jetzt an die Jahreshöchststände, ist jetzt die Frage, ob man da jetzt noch kaufen sollte. Aus der Korrektur heraus gerne oder beim Durchbruch. Aber das qualitative Setup liegt so bei 68,30. Dann äh, die Metro ist ausgebrochen. Ähm, als Beispiel dafür, wie es bei Siemens laufen kann. Siemens ist nämlich genau hier auch an der 96, 97er Marke, 97 Euro pro Aktie. Und über 97 Euro sollte der Markt hier nach oben durchspringen. Als Beispiel dient die Metro finde ich persönlich sehr interessant. Und als letztes vielleicht noch hier kurzfristig die Deutsche Post, die momentan in dem Fall äh, an sich eine Sch inverse Schulterkopf-Schulterformation ausgelöst hat und jetzt ausgehend von diesem Niveau aus steigen sollte bis erstmal 28 Euro. Und äh, aus dem übergeordneten Kontext wäre hier Platz. Aus dem übergeordneten Kontext wäre dann Platz, das ist die 11.200 im DAX, die 27,80 circa. Ab äh, 27,80, ab 28 wäre dann Platz bis 29 oder sogar am Ende 31 Euro. Gut, meine Damen und Herren, das war es von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns äh, morgen Mittag wieder. Ich sage Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.